Ja, seid gegrüßt, meine lieben Meerwasserfreunde. Ja, heute eine kleine Vorstellung. Ich freue mich, dass ich euch die neue Philips Kochelcare Gen 2 vorstellen darf. Wir gucken gleich mal rein, wie ist sie verpackt, was ist im Karton drin. Ich fahre auch gleich nochmal über die Lampe hier einfach mal drüber, damit ihr euch die mal so ein bisschen aus der Nähe anschauen könnt. Und da ich heute bei einem befreundeten Händler bin, wo wir auch die Möglichkeit haben, ein paar Messungen zu machen, haben wir jetzt hier direkt mal so ein Versuchsbecken aufgestellt, haben eine Lampe drüber gehangen und werden euch auch heute erstmalig mal ein paar Messungen zeigen. Ist vielleicht für den einen oder anderen auch eine interessante Sache, denke ich mal. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und gucken uns die Lampe erstmal an, wie sie verpackt ist. Wie sieht der Karton aus, wenn ich den aufmache? Ja, Freunde, so ist das gute Stück verpackt, wenn sie ankommt. Ich sehe schon hier direkt, ein Hanging Kit ist mit dabei. Ist ja auch schon mal eine ganz gute Sache. Ist ja bei vielen Leuchten auch nicht immer mit dabei. Ja, Bedienungsanleitung natürlich auch mit drinnen. Ja, und ansonsten habt ihr hier die Lampe. Ihr seht jetzt einfach mal, wie die aussieht. Ist natürlich, ich sag mal, Industriedesign. Muss nicht jedem gefallen. Hauptsache, das Licht ist gut, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ansonsten von der Oberseite, wie gesagt, der Stromanschluss. Hier wird wahrscheinlich der Controlleranschluss sein. Gehe ich mal von aus. Ich habe bisher noch keine Philips besessen, daher weiß ich das nicht. Aber das werden wir gleich noch sehen. Weil dazu gehört nämlich dann auch nochmal der Controller. Das wäre nämlich dann dieser hier. Und der ist dann, soweit ich weiß, WLAN und Bluetooth fähig. Sogar, ach, da oben steht es auch, sehe ich gerade. Stimmt also, Bluetooth sowie auch WLAN. Ja, so sieht das gute Stück dann im Prinzip von der Unterseite aus. Hier sind jetzt nochmal 4 LEDs ausgeschnitten. Die sind dann hier für die bessere Ausleuchtung, fürs Tageslicht. Das hatte Philips ja schon mal bekannt gegeben. Was ich so auch noch dazu sagen wollte, fällt mir auch noch auf, das Anschlusskabel, also das Netzkabel, ist auch extrem lang. Muss man ja auch mal loben, weil es gibt ja auch oftmals Lampen, die ich halt über ein großes Aquarium hänge und komme noch nicht mal bis unten auf den Boden, bis zur Steckdose. Also wie gesagt, so sieht das gute Stück von unten aus. Wie die Verteilung ist mit den LEDs, könnt ihr jetzt hier schlecht sehen. Das spiele ich euch aber hier während des Erzählens nachher auch nochmal in Sequenzen ein, wo wir das mal richtig schön abgefilmt haben, wie die Bestückung von unten gesehen aussieht. Freunde, wie schon am Anfang gesagt, wir haben uns extra ein Becken ausgesucht, 1 Meter mal 50 tief, 50 hoch, weil die Lampe ist maximal angegeben mit 100 mal 80, wird sie maximal empfohlen an ausleuchtbarer Fläche. Wenn ich jetzt SPS nutzen will, ist diese Fläche reduziert von 80 mal 60 cm. Aus dem Grunde haben wir jetzt einfach mal, wie gesagt, das Meter an 50 und 50 hoch ausgewählt. So können wir euch im Prinzip beide Varianten mal zeigen, wenn wir gleich die Paarmessung machen werden. Dann können wir es halt eben nochmal genau zeigen, wie auch die verschiedenen Ausleuchtungspunkte sind. Wie schon damals beworben für die Kochelcare der Gen 1, war ja dafür bekannt, dass ja Philips gesagt hat, wir ersetzen eine T5-Lampe oder wir simulieren eine T5. Und das sieht man auch hier sehr schön, das blende ich euch gleich noch ein. Sie leuchtet also hier um den Schacht herum im Prinzip auch genau die Ecken aus. Das ist ja eigentlich das, was mit den Lampen passieren sollte. Warum damals Philips das genau so entwickelt hat, auch hier unten mit dem Diffusor drunter etc. Das sollte ja genau dieser Punkt sein, dass ich halt nicht von oben wie ein Beam runterkomme, sondern dass ich halt eben eine homogene Lichtverteilung habe. Ja, ich würde sagen, wir starten mal mit den Paarmessungen. Wir setzen jetzt hier direkt noch ein Gitter ein. Das machen wir dafür, weil ihr wisst ja immer, ein Raster ist immer 1,3 cm. So können wir jetzt und ihr auch das halt besser mitverfolgen, dass wir halt dann hier genau immer zeigen können, auf welchen Positionen wir uns jetzt gerade aktuell befinden. Also wir werden jetzt starten mit 20 cm über dem Wasserspiegel. Ja, das ist im Prinzip so, ja, empfohlen ist, Minimum darf genommen werden 15 cm. Über Wasserspiegel. Wir haben jetzt mal auf 20 gesetzt und fangen da im Prinzip mit den Messungen mal einfach mal an. So, wir nutzen dazu den Apogee Underwater Quantum Flux, nehmen wir dafür. Im Prinzip für Unterwassermessungen, paar Unterwassermessungen. Ja, Tim, ich würde sagen, Tim ist mit am Start. Ja, hi, ich darf heute den Marc assistieren. Wie er schon gesagt hat, wir benutzen das Apogee. Wer selber Lust hat, ein paar Messungen zu machen, dieses Gerät könnt ihr euch auch bei Meerwasser-Hardware ausleihen. Und selber eure Lampen einstellen, wenn ihr wollt.
Ja, Tim, dann schieß mal los. Ja, also wir fangen an, genau mittig ungefähr von der Lampe. Jetzt sind wir direkt unter der Wasseroberfläche und gehen einmal langsam bis auf den Bodengrund runter. So könnt ihr anhand der Lichtraste auch verfolgen, wie viele Paar wir hier auf welcher Wasserhöhe ungefähr haben. Man muss dann vielleicht auch noch dazu sagen, das Gerät ist relativ empfindlich. Das heißt, man sollte schon versuchen, den Sensor ungefähr im 90-Grad-Winkel zur Seite im Prinzip halten zu können, sodass der Lichtsensor möglichst gerade parallel zum Licht selber ist. Weil sobald man ein bisschen wackelt, ich zeige es einmal, verändern sich die Paarwerte auch relativ stark schon. Mhm. So, hier sind wir jetzt einmal am Boden. Was vielleicht auch für viele interessant ist, wir wechseln jetzt einmal Richtung Randbereich. Also 337 hatten wir jetzt in der Mitte gehabt. Mhm. Zu den Paarwerten sagen wir euch später auch noch mal ein bisschen was Genaueres, damit ihr auch wisst, was die eigentlich genau bedeuten. So, hier sind wir jetzt ungefähr am Rand. Also wir stehen jetzt kurz vor dem Schacht. Und haben 230 Paar. Genau. Jetzt gehen wir noch einmal genau in die Ecke halt rein, um auch zu sehen, das Licht kommt gut über den Schacht vorbei. Einmal komplett in der Ecke hier. Dann sind wir noch bei 155. Genau. Einmal außen im Bereich. Und dann gehen wir jetzt gleich nochmal am äußeren Randbereich des Beckens innen entlang auf die andere Seite zurück. So, da vorne haben wir dann im Zentrum rechts, haben wir mal 430 rum. Klar, die Ecken geht da jetzt wieder runter. So, jetzt sind wir auf der anderen Beckenseite angekommen. Ich weiß gerade nicht, ob man das noch mit dem Bild halt sieht. Ja. Ich sehe es aber auch mit der Kamera ja auch nochmal, wo wir uns gerade befinden. Kann ich dir auch nochmal mit einblenden. So, jetzt sollen wir die Leute wieder gucken hier. Genau. 180 haben wir in der Ecke. Jetzt gehen wir noch einmal auf die andere Seite, dann haben wir genau einen Umlauf fertig. Ja, 240. Ja, Freunde, so, wir machen jetzt nochmal eine Messung von oben quasi herunter. Kurz noch angemerkt, das wollte ich noch gesagt haben, die Lampe läuft derzeit auf 100%. Also wir haben jetzt hier alle Kanäle voll auf 100% Leistung. So, ja, Tim, ich würde sagen, dann starte du nochmal. Ja, alles klar. Wir sind jetzt hier kurz über der Wasserfläche und tauchen direkt am Rand, ungefähr mittig von der Lampe, einmal runter bis auf den Boden. So, da haben wir jetzt 436 auf dem Boden dann. Dann machen wir das gleich noch einmal ungefähr mittig am Rand. Müssen wir hier machen leider, sonst komme ich mit dem Ding runter. Mhm. So, jetzt gehen wir hier am Rand einmal langsam runter. Am äußeren Bereich im Prinzip. Oh, da ist sie aber dann auch sehr schwach noch, ne? Also 100, ja gut, 170 haben wir jetzt, ne? Ich muss aber dazu sagen, aufgrund des Halterungs muss ich den Winkel ein bisschen ändern. Man sieht vielleicht auch, die ist leicht gekippt. Deswegen ach so, ja, ist das okay. Nicht ganz gut. So optimal. Ja, also nochmal kurz hier zur Erklärung. Die Messung ist dann nicht 100% präzise, aber wir können halt aufgrund der 50er Tiefe im Becken halt nur, bekommen wir es jetzt nicht anders hin, als den etwas schräg stehen zu lassen. Weil ich war gerade ein bisschen verwundert, Tim, weil ich irgendwie hier das Gefühl hatte, dass das so wenig war plötzlich am Rand. Nee, das tut mir leid, das ist leider technisch nicht besser umsetzbar. Aber wir machen das gleich nochmal auf der anderen Seite. Das ist vielleicht sogar noch interessanter, wenn wir jetzt direkt am Schacht mal gucken. Wir kommen wieder kurz über Wasser an und gehen hier einmal mittig ungefähr runter. Ja, das ist sehr interessant, ne? Da siehst du jetzt halt durch den Kegel, da wird es nach unten mehr. Also oben haben wir 30 und hier unten haben wir 185. Und dann das gleiche vielleicht nochmal am äußeren Rand, wo man eigentlich auch die SPS-Bereich noch hat. Wieder gerade, unter Wasser und gerade runter. Auch hier wird es leider nicht ganz gerade sein von der Halterung, deswegen die Werte werden auch ein bisschen in der Realität nach oben korrigiert sein. Ja, Freunde, wir haben jetzt mal so ein bisschen hier Paarmessungen gemacht. Ich würde sagen, Tim, erläuter du den Leuten doch mal ein bisschen was dazu, weil du hast dich ja jetzt eine Zeit lang auch mit diesen Paarmessungen befasst, sag ich mal. Mhm. Weil es ist nicht wirklich meine Welt. Ich möchte euch das gerne bieten und zeigen, ja. Aber ich glaube, du sagst da, wie es in der Tat aussieht und was die zu sagen haben, die Werte. Ja. Also, wir evaluieren erstmal die ersten Messungen, die wir jetzt gemacht haben. Was sagen uns die Werte denn genau aus? Weil wir wollen ja auch, dass, wenn ihr euch so eine Lampe kauft und diese Paarmessung jetzt seht, dass ihr noch was anfangen könnt. Das erste, was eigentlich relativ gut aufgefallen ist, ist, die Ausleuchtung ist sehr gleichmäßig. Wenn wir am Bodenbereich zumindest waren, waren die Paarwerte sehr, sehr schön verteilt.
auch vom Randbereich zur Mitte hin waren keine extrem großen Unterschiede. Hier am Rand hatten wir einmal durch den Lichtkegel. Ja, da konntest du sehr gut sehen. Ne? Also ich glaube, das habt ihr, hatte ich auch, glaube ich, angemerkt. Ihr könnt im Prinzip sehen, wie die hier runter geht. Und hier oben hatte die relativ wenig Paar. Die fing hier oben mit 30 an, wenn ich mich nicht täusche. Und ging dann hier bis 60. Und hier drunter hatte sie dann plötzlich ganz schnell über 100 gehabt. Und unten in der Ecke sogar 185. Ja. Daran sieht man einfach halt, dass diese Bauweise im Prinzip ein bisschen wie eine flächige Spotlampe ist, könnte man sagen. Das ist natürlich jetzt sehr stark vereinfacht, das Modell. Mhm. Aber man sieht eben die Vorteile von einer Flächen-LED gegenüber einer Spotleiste. Dass wenn man die Paarwerte, die wir ja im äußeren Bereich einmal gemessen haben, sich sehr homogen und gleichmäßig verteilen und du auch eben sehr gut sehen konntest, dass wir hier oben sehr, sehr starke Paarwerte erreicht haben und unten aber immer noch ungefähr ein Drittel der Maximalleistung, wie wir sie oben hatten. Das sind ziemlich starke Werte. Mhm. Jetzt ist aber natürlich die Frage, was sagen uns die Werte? Für Akkuporen ist es so, dass es mittlerweile bekannt ist, dass man so um die 250 bis 350 Paar braucht, damit Akkuporen sehr gut wachsen. Natürlich gibt es ein paar Unterschiede, je nach Farbmorph. Ein paar brauchen dann ein bisschen mehr, ein paar brauchen weniger. Deepwater-Akkus brauchen es natürlich auch weniger Licht, die sind sich an Tastatur natürlich auch weniger gewohnt. Mhm. LPS sagt man so zwischen 50 und 150 Paar. Sowas bist du auch im Bereich so 50 bis 100, auch wieder je nach Art und Sorte ein bisschen unterschiedlich. Wir blenden euch aber in den Links nochmal eine Tabelle ein, dort könnt ihr auch nochmal ein bisschen nachlesen, welche Akkuporenart, welche Montiporenart oder generell verschiedene Korallenarten, welche Paarwerte nun brauchen, was ist der Minimumbereich, der Maximumbereich und natürlich der Optimalbereich. Okay. Und da haben wir jetzt natürlich auch schon gesehen, wir befinden uns hier definitiv nicht im Optimalbereich. Das heißt, für diese Beckengröße bräuchten wir gar keine 100% Leistung. Deswegen schauen wir jetzt noch einmal, auf wie viel Prozent Leistung wir die gesamte Leistung reduzieren müssen, damit diese Lampe für das Becken optimal für SPS eingestellt wäre. Mhm. Ja, weil das wäre ja ein bisschen viel eigentlich, ne? Genau, das wäre. Im oberen Bereich hätten wir jetzt viel zu viel Druck gehabt, ne? Das wäre zu viel. Das kann man auch in der Paarwerttabelle sehr gut nachlesen. Also für die meisten Akkuporen ist ein Maximum von 600 angegeben. Mhm. Das heißt, wenn man welche hätte, die bis an die Wasseroberfläche wachsen, wäre das für viele schon zu viel. Da könnte wirklich mit Strahlungsstress die Korallen auch kaputt gehen. Aber bis 600 gehen die? Können die aushalten oder? Bis 600 können die aushalten. Es gibt Farbmorphen Richtung Gelb-Orange, die brauchen sogar diese Farbe, also diese extremen Paarwerte, um diese Farben eben auch ausprägen zu können. Okay. Ja, ich würde sagen, dann probieren wir das mal aus. Ja, so Tim, erläutert dann nochmal kurz, was wir jetzt machen. Wir haben jetzt also die Leistung gesenkt. Wir haben die Leistung jetzt auf 60% Gesamtleistung gesenkt. Und fange jetzt einfach einmal an, in der Mitte von vorne nach hinten zu messen, um euch hier einmal die Paarverteilung zu zeigen. Ihr seht, sind wir so im Bereich immer so 350 bis 400 Paar, ein bisschen höher, teilweise auch 500. 500, ja. Und hier befinden wir uns jetzt ungefähr so 5 bis 10 cm der Wasseroberfläche. Das gleiche machen wir jetzt auch einmal im vorderen Bereich. Das könnt ihr sehr gut auch natürlich im Video verfolgen. Wir zeichnen und beziehen uns jetzt aber nur auf den SPS-Bereich, also ungefähr auf diese 80 x 60 cm. Und noch einmal im hinteren Bereich. Was ihr sehr gut sehen könnt, ist, wir haben eine sehr schöne gleichmäßige Verteilung, dass wir in diesem Bereich sehr, sehr gut Akkupore platzieren können und auch verschiedene Arten. Also du hast jetzt runtergestellt im Prinzip, damit wir halt sagen können, okay, das ist jetzt ein Akkuporen-Setup. Genau. Wo wir nicht zu viel Strahlungsstress, sondern den optimalen Bereich haben. Ne? Genau, da könnt ihr euch auch gerne einmal noch in der Tabelle ein bisschen schlau lesen, welche Akkuporenarten ihr jetzt eben besonders wollt. Und könnt ihr entsprechend dann diese Messungen platzieren. Am besten macht ihr es bei euch dann zu Hause selbst noch einmal, weil je nachdem wie der Aufbau ist, wird sich das natürlich auch noch ein bisschen verzerren. Jetzt sind wir nochmal im mittleren Bereich. Auch hier haben wir noch gut unsere 250 bis 300 Paar um den Dreh. Vorderer Bereich. Mittlere Höhe, mittlerer Bereich, mittlere Höhe. Gehen wir jetzt auch noch einmal den ganzen Weg zurück ungefähr. Auch hier haben wir immer noch sehr gute Werte für Akkuporen und andere SPS. Und im hinteren Bereich, mittlere Höhe, gehen wir das gleich auch noch einmal an. Dann fangen wir auch mal an. Gehen in den Bodenbereich, hinteren Bereich, gehen diesen ganzen Weg auch einmal lang. Hier sehen wir eben jetzt, dass wir die Paarwerte schon deutlich reduziert haben. 140 rum. Genau, 140. Hier haben wir immer noch sehr, sehr gute Werte, um verschiedene LPS zu platzieren. Jetzt sind wir im mittleren Bereich, immer noch im Boden. Gehen diesen Weg hier noch einmal. Auch hier seht ihr eine schöne gleichmäßige Verteilung. Am Rand haben wir sehr gute Werte, um hier immer noch schön
LPS auf dem Boden zu platzieren, ohne dass diese zu wenig Licht bekommen. Auch hier gilt wieder, ein paar Paarwerte mehr sind besser als Paarwerte zu wenig. Und wir haben die jetzt mal auf Blau gestellt. Das wäre halt eben das Blau, was sie macht. Ist jetzt für mich als totaler Kessil-Fan, muss ich sagen, ist es jetzt etwas heller als das Kessil-Blau. Also da sind wir irgendwie so mehr das royale Blau, sag ich mal, gewohnt. Das ist ein hellerer Ton, aber trotzdem sehr angenehm. Ich habe es auch schon gesehen, wo die Lampe jetzt hier explizit auf einem Korallen, auf dem Händlerbecken drüber hängt. Da konnte ich mir die Tiere halt auch unter dem Blau mal gucken. Spiele ich euch auch hier mal ein paar Bilder, die ich gemacht hatte dazu, wie das halt von dem Blau halt rüberkommt. Ist an für sich schon sehr angenehm. So, dann zeige ich euch noch mal kurz die App. Ich habe sie bei mir jetzt nicht drauf, deswegen machen wir es mal einfach so hier vom Handy abnehmen. Ja, dann zeig mal kurz noch die App, Tim. Du kennst dich damit ein bisschen besser aus. Genau, wir haben uns jetzt einmal ja verbunden. Können wir einmal die Basic Stools ansehen. Also das, was im Prinzip läuft. Wie ihr seht, wir haben jetzt einmal gerade das 100% Blau eingestellt. Ihr habt natürlich auch einen Akklimatisierungsmodus, den ihr einstellen könnt. Ihr könnt auf dem Editor Punkte einstellen, wie ihr wollt. Ihr könnt die Intensitäten einstellen, wie ihr wollt. Wir zeigen jetzt einfach mal zum Beispiel um 12 Uhr hier. Ihr könnt dann die Color Temperature einstellen. Das Eiszeichen ist im Prinzip komplett blau. Mhm. Das Sonnenzeichen im Prinzip komplett weiß. Das Weißlicht bei der Coral Care ist eher ein bisschen, ja, ich sag mal, gelblich. Deswegen zeigen wir euch das jetzt auch nicht, weil wir würden auch nicht empfehlen, die Lampe nur auf weiß zu stellen. Mhm. Weil ein gesünderes und besseres Spektrum hast du definitiv, wenn du es mittig ungefähr einstellst. Mittig heißt, du hast oder versuchst zumindest mit dem Controller, das kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht ganz hin beim Sliden, 100% Sonne und 100% Eis. Also 100% normales Licht und 100% blaues Licht einzustellen. Mhm. Die Intensität kannst du natürlich dann noch regeln und so lässt sich das gesamte Ding sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell einstellen. Du kannst auch natürlich auch den Live-Mode anmachen, dann könnt ihr vielleicht auch noch einmal sehen, wenn ihr wollt. Das ist jetzt das Tageslicht, 100% weiß, mhm. Mitte ungefähr, ein bisschen bläulicher und 100% blau. Natürlich hat auch die Lampe voreingestellte Modis. Wir wollen jetzt die Änderung nicht speichern. Dann könnt ihr die aktiven Modis auswählen. Dort habt ihr einmal ein Shallow Reef, also ein Flachriff, ein natürliches Reef, mhm. ein Tiefreef im Prinzip, also mhm. Deepwater Korallen, wenn man was einsetzen möchte. Und da zeigen wir euch jetzt als Beispiel einfach mal das Natural Reef. Das wären dann die Einstellungen. Da kann man einfach auf Save to Controller klicken und die Lampe stellt sich automatisch um. Wie ihr seht, wir sind jetzt um 20.25 Uhr hier hinten im dunkleren Bereich. Dieser dunklere Bereich ist eben dann dunkelblaues Licht oder halt eher bläuliches Licht und genau das seht ihr auch am Becken gerade. Ja, ich denke mal, alles Wichtige ist drin in der App. Genau. Aber auf jeden Fall auch nur in Englisch, ne? Gibt es keine deutsche Version? Ich habe noch keine deutsche Version gefunden. Mhm. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sie kommen soll, aber die Sachen sind ziemlich leicht. Ja, ja, gut, ich meine, wir kommen ja mit vielen Lampen klar, das soll jetzt kein Minuspunkt sein. Genau. Es gibt auch noch einen kleinen Hinweis vielleicht, die Möglichkeit, die Lampe als Dial Control Setting einzustellen. Dort hast du im Prinzip einen Live-Modus, dort kannst du ein bisschen spielen, wenn man mag, wenn man gucken möchte, was man alles einstellen möchte. Natürlich muss man dann auch die Sachen vorher einmal einstellen und dann erst auf On, mhm. damit man da vernünftig alles einstellen kann. So, und dann seht ihr direkt, ihr habt direkt die Änderung. Zum Beispiel, Freunde kommen vorbei, ihr wollt einmal euer Becken präsentieren in Blaulicht, weil ihr schöne US-Style-Korallen oder sowas in der Art habt, macht mhm. ihr einfach einmal blau, ohne eure Einstellungen verändern zu müssen. Auch ganz praktisch und nett. Ansonsten noch Voreinstellungen, wenn ihr zum Beispiel Preset ist hier 10, ihr könnt auch einstellen, wie lange dieses Preset laufen soll. Preset 10 heißt in diesem Fall 10% mhm. von Maximalleistung und wie ihr sehen könnt, ist es ein gemischtes Licht. Also 10% bei 100% Blauanteil, 100% Weißanteil. Ja. Ja, nicht schlecht. So, Freunde, hier nochmal kurz eingefügt. Wir machen ja nochmal kurz eine kleine Strommessung, Stromverbrauchsmessung, weil es ist ja der Fall, die Gen 1 war ja damals angegeben mit 190 Watt und hat ja dann letzten Endes tatsächlich mehr Strom verbraucht als diese 190. Die Gen 2 ist ja angegeben mit 170 Watt und wir haben sie jetzt alle Kanäle auf Maximum. Also wir fahren jetzt 100% alle Kanäle
Und ich stehe hier exakt bei 161,8, sagen wir mal 162 Watt hat sie derzeit jetzt eine aktuelle Stromaufnahme. Also sie bleibt definitiv im Rahmen drinnen, also sie bleibt unter den 170, die angegeben sind, das ist schon mal korrekt. Und vor allen Dingen, was nicht zu vergessen ist, sie ist ja von der Leistung und von im Prinzip von den Paarwerten her, die rausgegeben sind, eigentlich besser geworden bei weniger Leistung. Das wollten wir auch nur noch mal kurz hier angemerkt haben. Ja, Freunde, ich hoffe, wir konnten euch hier mal so einen kleinen Einblick geben über die neue Philips Coral Care Gen 2. Wie gesagt, die Lampe ist halt Industriedesign, ja, also man darf jetzt nicht großartig tolles Design erwarten, aber das wussten wir auch von der älteren oder vom Vorgängermodell Gen 1 ja auch schon, dass es jetzt nicht das Schmuckstück fürs Wohnzimmer ist, ja. Aber ansonsten, was wir jetzt mal gemessen haben, wir wollen ja halt in Zukunft auch mal gucken, dass wir euch ein bisschen genauer informieren können über neue Produkte. Und ich denke, wir konnten jetzt ganz gut mal was zeigen. Die Lampe wäre also ausreichend, wie gesagt, für ein 150-50 Becken. Das ist jetzt im Prinzip vergleichsweise mit einem 250er Red Sea Reefer als Beispiel. Das wäre dann so ein Becken in so einer Abmessung. Von daher haben wir uns das mal ausgesucht, um euch das mal genau verdeutlichen zu können. Ja, ich habe ansonsten unten in der Beschreibung habe ich nochmal alles Wichtige für euch verlinkt. Links zur Lampe, links zur, wir haben ja eine Liste euch vorhin kurz gesagt gehabt, wo ihr mal selber nachschauen könnt, wo die Paarwerte über die Korallen bzw. Akroporen drin stehen, wie viel Paar so eine Koralle braucht. Und das haue ich euch alles unten einfach in die Beschreibung. Und ich würde sagen, tja, wir haben zur Philips Coral Care Gen 2 alles gesagt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen rauf da. Wie immer, ihr da draußen, ihr seid die Geilsten und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, meine Freunde. Ciao, ciao.